Ihr Vater war Kapitän zur See, ja. Sie war mit Ihrer Mama viel allein. Richtig. Und jetzt, wenn der dann wiederkam, hat er sich dann zuerst vorlegen lassen, was hat denn Sohnemann an der Schule zu tun? Naja, das hat die Mama schon per Brief nach Antofagasta, Buenos Aires oder nach Hongkong oder wo auch immer die Fahrt gerade gewesen ist. Das schon in dem Brief drin, Heino ist übrigens nicht versetzt worden. Ja, genau. Ja. Und dann kam er an. Zurück und hieß es schade. Wie war das, wenn der jetzt zurückkam? Wir müssen uns ja vorstellen, das ist eine andere Zeit, das sind die 70er Jahre gewesen. Ja. Also da gab es noch kein E-Mail, es gab keine Handys. Ja. Es gab tatsächlich nur den Brief, wenn man mit einem Kapitän sich austauschen wollte. Und dann kam der irgendwann zurück. Wie war dieser Tag? Also kam das Schiff angefangen, Sie standen dann, haben gewunken, ja, oder Papa? Ja, ganz ganz romantisch, muss man sich das vorstellen, ja. Ja, und dann kommt er die Treppe da runter? Dann kommt er die Treppe runter und hinter ihm kommt ein Matrose mit seinem Gepäck und dann hat er einen großen Mantel. Ach, was, der Matrose muss das Gepäck tragen? Ja, ja, der Kapitän ist der Kapitän, ist der Kapitän. Ja. Und dann umarmt man sich und dann freut man sich, dass der Papa wieder da ist. Und als kleiner Junge fragt man sich dann manchmal, wieso ist denn jetzt der wieder da? Jetzt bin ich doch hier immer Nummer 1 gewesen, jetzt muss ich Nummer 2 sein. Nein, so schlimm war es nicht. Aber es ist ein sehr einsamer Beruf gewesen für ihn als auch für uns, was so das Familiäre war. Und wenn ich nicht versetzt war, was ja Gott sei Dank nur 2-mal vorgekommen ist, dann wusste er das schon und dann ist das aber auch nicht gleich Thema gewesen. Das ist dann so im Laufe des Tages besprochen worden? Ja, oder der nächsten Tage. Ich meine, der Kapitän ist ja, ein Seemann ist ja denn doch eine Zeit lang an Land, bevor er dann wieder auf große Fahrt geht. War, ist er Ihnen nicht fremd geworden? Weil ich meine, er war ja wahrscheinlich Monate weg dann. Ja, ich habe es nicht anders gekannt. Ich bin zur Welt gekommen und mein Vater war, ich glaube, 2. Offizier und war immer in diesen Terms, mal ein paar Monate weg, ein paar Tage da, ein paar Monate weg und dann am Block so ein paar Monate da. Das ist dieser Rhythmus gewesen, der normal war für mich. Der ist, ja, man hat immer diese Schnittstellen gehabt, dass man sich dann wieder aneinander annähert und nach 2, 3 Monaten sich wieder verabschieden muss, was als Jugendlicher einfach ist oder einfacher ist wahrscheinlich als jetzt zum Beispiel. Wie sich zu verabschieden, fällt Ihnen das? Ja, nein, ich bin zwar nicht so lange weg, wie mein Vater weg gewesen ist. Ich habe auch nie mit dem Gedanken geliebt, mal wieder zur See fahren zu wollen, weil das war mir dann doch zu, wie gesagt, zu einsam. Aber sich zu trennen von Frau und Kind ist denn schon, wenn man sagt, ich muss jetzt 3 Wochen irgendwo hin, wo es unmöglich ist, dass man alle mitnimmt, dann ist das schon schwer. Hat Sie denn das interessiert, was er zu erzählen hatte von der Hohen See? Ja, ich habe die Briefe vorgelesen bekommen auch. Also nicht alles, was meine Eltern sich geschrieben haben, das war ja nun nichts für Kinderohren. Aber ich habe schon eine Menge mitbekommen. Das hat meine Mutter auch sehr stark gewollt, dass ich weiß, wo er ist und was er macht und was er, wen er trifft und was da so passiert und warum das da ist und warum das da länger dauert und so weiter und so fort. Ja.